Norbert Russ und Ehemann Elia haben es fast geschafft. Noch die letzten Koffer ins Auto packen. Die beiden werden gleich nach Griechenland aufbrechen. Allerdings nicht zum Urlaub machen. Sie wollen auswandern. Das müssen wir hier reintun. Das ist schwer. Noch sind die beiden gelassen. EU ist es in dem Sinn keine Auswanderung. Irgendwann wird das alles mal eins sein. Und man kann ja ständig zurück. Es gibt keine Grenzen, Schengen-Abkommen. Besser kann es eigentlich doch gar nicht gehen. Komm. Nur Hund Lilly scheint noch skeptisch zu sein. Komm, Ungarin, es geht nach Ungarn als Zwischenstation. Dabei lockt Griechenland nicht nur mit mildem Klima und ganz vielen Sonnenstunden, sondern auch mit saftigen Steuervorteilen für Rentner aus dem kühlen Norden. Jetzt müssen wir noch mal alles angucken, dass wir nichts vergessen haben. Steuern sparen und dabei die griechische Sonne genießen, das wollen Neurentner Norbert und Ehemann Elia auch. So, kann's losgehen. Doch schon bald werden sie feststellen, ganz so einfach ist das nicht mit dem sorgenfreien Ruhestand im sonnigen Süden. Und 20 Stunden vorher. Letzte Vorbereitungen für das anstehende Abenteuer, vor allem die Küchenutensilien, sind Norbert wichtig. Er macht zum Beispiel gerne Pelmeni, da braucht er dieses Gerät, macht er mit der Hand. Pelmeni, gefüllte Teigtaschen, ein traditionelles Gericht aus der Ukraine. Von dort stammt Elia. Für Norbert ist er vor 3 Jahren nach Deutschland gekommen. Ja, ein bisschen aufgeregt, weil ja nur alles so schnell auf einmal geht, die Zeit verging sehr schnell und muss alles ruckzuck eingepackt werden. Naja, wir hoffen schon, dass es klappt. Wir haben ja jetzt nur mehrere Wohnungsangebote ausgemacht in Griechenland beim Makler in der Nähe Thessaloniki und müssen wir halt sehen, was dann von den 15 Wohnungen dann übrig bleibt. Angebote gibt es praktisch genügend Wohnungen, aber auch relativ günstig, so im Durchschnittspreis von 5, 6 Euro. Also ab 4 Euro bis 8 Euro. Das Problem ist immer, wir wollten praktisch auch Wert legen auf eine gute Wohnqualität. Dass die beiden erst vor Ort eine Wohnung oder ein Haus suchen, war so eigentlich nicht geplant. Doch bald werden sie noch häufiger erleben, dass die Dinge nicht nach Plan laufen. Krimitschau bei Zwickau. Hier lebt das Paar in einem alten Schlachthof. Norbert hat das denkmalgeschützte Gebäude saniert und vermietet dort Wohnungen. Dauerhaft hier leben will er aber nicht. Ich wollte praktisch ein Land haben mit Sonne, Fisch, Meer. Und Griechenland hat ein gutes Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland. Und das war für mich dann das Ausschlaggebende. Was Norbert damit meint? Wenn er und Ehemann Elia ihren Wohnsitz nach Griechenland verlegen, müssen sie nur 7% Steuern auf ihr gesamtes Einkommen bezahlen. Das lohnt sich für den ehemaligen Allianzmanager. Doch dafür müssen sie erst einmal eine Wohnung in Griechenland finden. Dabei hatten sie eigentlich schon ein Haus. In letzter Minute ist der Mietvertrag geplatzt. Der Vermieter wollte plötzlich mehr Geld und nicht nur das. Und letzten Endes gab es auch Differenzen mit der Familie, weil sie schon die Kaution ohne Rückversicherung über eine Bank haben wollten. Und das hat mir persönlich nicht gefallen. Norbert und Elia kannten das Objekt bislang nur von Fotos. Das Risiko war ihnen zu groß. Jetzt hofft Norbert, dass er die 1.200 Euro, die er bereits vorab bezahlt hat, wieder zurückbekommt. Und noch viel wichtiger, dass sie wieder eine Wohnung finden, die ihren Ansprüchen genügt. Zum Beispiel würde mich immer interessieren, noch ein Gästebad oder Gäste-WC zu haben. Das ist natürlich auch eine Grundvoraussetzung. Zusätzlich benötige ich 1 bis 2 Stellplätze am Haus. Auch wenn es mit dem ersten Haus nicht geklappt hat, Norbert und Elia wollen sich nicht aufhalten lassen. Ich bin in Pension gegangen und jetzt ist halt nur Zeit.
das schöne Leben zu genießen. Man sollte nicht zu lange warten. Ihr Ziel? Die nordgriechische Hafenstadt Thessaloniki. Es wird eine Fahrt ins Ungewisse. Griechenland, das ist für viele Deutsche der Inbegriff von Sonne, Meer und Glück. Abwechslungsreiche Landschaften, Genuss, Natur und Kultur das ganze Jahr über. Besonders beliebt die Insel Kreta. Über 4 Millionen Deutsche wollen hier jedes Jahr Urlaub machen. Und immer mehr träumen davon, dauerhaft zu bleiben. Diesen Traum haben sich Ursula und Norbert Täge bereits erfüllt. Schon lange sind sie von der Insel fasziniert. Vor 7 Jahren haben die ehemalige Marketingleiterin und der Ingenieur aus Berlin dann beschlossen, hier zu bleiben. Man kennt die beiden auf dem Markt, plaudert miteinander. Inzwischen klappt es mit dem Griechisch schon ganz gut. Eine wichtige Voraussetzung, um wirklich anzukommen. Der ist aber wirklich für Einheimische. Also wer jetzt hier Keramik will oder touristische Artikel, der ist hier falsch. Stattdessen gibt es Gemüse. Ja, Paprika und Porter. Also deutsches Unkraut, was wir nachher als, Essen machen. Ja, als Gemüse essen. Das Ehepaar hat sich inzwischen auf Kreta in diesem Haus seinen Traum von der Rente erfüllt. Außen griechisch, innen praktisch deutsch. Die Katze ist ihnen zugelaufen und wohnt jetzt mit im Haus. Sie genießen hier die einfachen und guten Dinge des Lebens, die es auf Kreta das ganze Jahr über gibt. Heute gibt es Horta, das traditionelles griechisches Wildgemüse, was man in Deutschland wahrscheinlich eher, wegwerfen würde. Und die Leute hier pflücken das wirklich wild draußen in der Natur und kochen das. Und das soll sehr gesund sein, muss man mit viel Olivenöl kochen und ein bisschen salzen, ein bisschen Zitrone drüber und das schmeckt dann sehr gut. Ursula führt ein Auswanderer-Tagebuch. Anfangs nur für sich, dann kamen immer mehr Anfragen von Menschen, die auch ihr Glück unter südlicher Sonne suchen. Junge und Alte. Viele mit verklärten Vorstellungen vom Leben in Griechenland. Aber so einfach ist es nicht. Also man braucht natürlich eine Menge Geld. Man muss, also eine bestimmte Menge Geld, um hier zu leben. Und geschenkt wird einem hier auch nichts. Und also wahlweise findet man hier einen Job, was aber schwierig ist bei der Arbeitslosigkeit in Griechenland. Oder man hat halt, so wie ich, als ich am Anfang hier war, man kann übers Internet arbeiten. Dann ist das Ganze natürlich machbar, aber man muss zumindest schon einen Plan haben. Ursula kennt die schönen Seiten Kretas, aber auch die Schwierigkeiten, die mit dem Umzug in ein fremdes Land verbunden sind. Wenn man als Tourist kommt, sind alle Freunde, klar, hat ja auch einen Hintergrund, aber es ist auch ehrlich gemeint. Und wenn man das nächste Jahr wiederkommt, kennt man einen und auch das dritte und das vierte Jahr. Aber so den direkten Kontakt, wenn man dann hier lebt, das ist halt schwieriger aufzubauen. Norbert und Ursula haben viel Zeit, die sie sich zusammen vertreiben. Die beiden entdecken immer wieder neue malerische Orte, über die Ursula dann in ihrem Tagebuchblog schreibt. Für die zwei ist auf Kreta ein großer Lebenstraum in Erfüllung gegangen. Alles richtig gemacht. Auf der Terrasse steht ein Olivenbaum, den haben mir die Kinder zum 50. geschenkt. Da war so ein kleines Kärtchen dran und so ein kleines Häuschen mit Eicheln. Ich sollte das immer schön gießen und dann würde das alles mal groß werden. So, es hat zum 60. dann geklappt und ja, wir fühlen uns einfach wohl. Bei uns war alles richtig. Abends gehen sie im Ort Kalydonia tanzen, nach griechischer Art. Denn das ist jetzt ihre Heimat.
800 Kilometer weiter nördlich. Feierabendverkehr in Thessaloniki. Norbert und Elia haben eine lange Fahrt hinter sich. Über Ungarn und Serbien haben sie es nun endlich nach Griechenland geschafft. Hoffentlich bald auch ihre Heimat. Autobahn war teuer. Besser wie erwartet. Aber wir sind froh, dass wir Wintersachen mitgenommen hatten. In Ungarn war es sehr kalt. Auch Hund Lilly scheint froh, dass sie angekommen sind. Doch jetzt müssen sie erst einmal ihre Ferienwohnung finden. Im Kreisverkehr erste Ausfahrt Leoforos-Dendro-Potamu nehmen. Das Navi führt sie wieder aus dem Stadtzentrum heraus. Jetzt sind sie endlich da, oder? Wo soll es sein? Ruft doch jemand mal an. Die Straße stimmt, aber die Hausnummern fehlen. Die Vermieterin hat ihnen in der Zwischenzeit eine Nachricht geschrieben. Der Schlüssel sei am Tor neben der Klingel in einem Kästchen hinterlegt. Aber wie kommt man daran? Und ist das überhaupt das richtige Tor? Norbert fragt lieber noch einmal nach. Er hat den kleinen Tresor gefunden. Doch es gibt ein Problem. Richtig. Er hatte allerdings gesagt, hier parken vorm Haus ist möglich. Ja. Parken wir hier oder was? Mir geht es darum, wir haben ja das ganze Auto voll Sachen. Parkplatz direkt vorm Haus. Damit werden sie noch häufiger Schwierigkeiten haben. Aber sie haben ja eine Alarmanlage. Noch ein kurzer Kampf mit dem Gartentor. In Niederland andere Methoden, in Rumänien ist es so, man muss die Türklinke hoch machen. Dann sind sie endlich drin. Willkommen für eine Woche. Von hier aus wollen sie ihre Suche nach einem neuen Zuhause in Griechenland starten. Und? Sieht da ganz nett aus. Für eine Woche haben sie die Ferienwohnung gemietet. In der Hoffnung, dass sie in dieser Zeit vielleicht schon eine dauerhafte Bleibe finden werden. Ja, recht nett. Der nächste Tag. Zwei Besichtigungen haben Norbert und Elia für heute schon vereinbart. Und sie wollen ein paar Immobilienagenturen abklappern. Oh, guten Morgen nochmal. Morgen, hallo. Okay. Und wie war die erste Nacht? Wunderbar. Ruhige Gegend, sehr gut geschlafen. Also der Plan hat sich ein bisschen geändert, weil die von dem 2, die wollen erst morgen und dann haben wir noch eine Besichtigung um 3. Okay. So ist jetzt der andere Plan wiederum. Ja. Und dann habe ich jetzt nochmal eine Immobilienagentur gesprochen in Kalamaria oder so. Und die soll ich nachher nochmal anrufen. Ausgangspunkt, die Strandpromenade von Thessaloniki. Hier in der Nähe gibt es mehrere Immobilienbüros. Heute Morgen haben sie im Internet bereits ein interessantes Objekt entdeckt. Ja, wir gucken jetzt nochmal wegen der Wohnung. Ob wir da nochmal anrufen, ob wir da vielleicht noch einen Termin heute bekommen. Doch die Kommunikation mit der Agentur erweist sich als schwierig. I'm a German manager and I want to live here in Thessaloniki. Das nächste Problem, die Agentur möchte dafür Norberts Steuernummer. Doch die hat er noch nicht. ID-Number. Ja, Moment. I have not Krieg. German pass ID-Number. Have you, I can also only become a tax ID-Number when I have the contract with him for an apartment. Then I can have tax ID-Number. Hier kommen sie nicht weiter. Deswegen wollen sie es nun auf gut Glück bei einem Immobilienbüro in der Nähe versuchen. Wenige Minuten später. Und? Naja, sie wollen uns anrufen und uns informieren, ob weitere Apartments vorhanden sind. Sie haben jetzt Mittagspause, Siesta, wie man in Spanien sagt.
Und sie melden sich heute Abend und haben die Daten entsprechend aufgeschrieben. Aber ihr habt jetzt noch nichts Nee, die haben auch eine Datei oder was. Irgendwie ist komisch. Genau. Jetzt gehen wir immerhin, einen Besichtigungstermin haben sie heute. Die Wohnung, die sie sich jetzt gleich anschauen, ist ruhig gelegen und trotzdem nicht weit weg vom Zentrum. So, das war jetzt das erste Objekt, was ihr euch jetzt richtig angeguckt habt. Und? Man kann sagen, sie war komplett neu. Aber was mir eben nicht gefällt, dass halt unten im Keller ist. Ich würde ja gerne einen Balkon haben. Und was natürlich auch das Problem ist mit dem Autoparken. Ich weiß nicht, wo ich mit dem großen Auto hier immer jeden Tag parken soll. Müssen wir wieder weiterschauen. Aber ich sage mal, 10 bis 15 Besichtigungen wird man machen müssen, dass es irgendwie klappt. Die Suche ist doch schwieriger als gedacht. Jetzt erstmal Mittagspause am Strand. Endlich, wenigstens für einen Moment mit den Füßen im Sand, die griechische Sonne und das gute Essen genießen. Was die Wohnungssuche angeht, war der erste Tag wenig erfolgreich. Doch die beiden sind optimistisch und lassen den Abend romantisch ausklingen. Am nächsten Morgen treffen wir die beiden wieder in Piräa, einem Vorort von Thessaloniki. Eine Wohnung hatte man uns heute früh angeboten, aber es sollte auch eine Besichtigung stattfinden. Aber der Eigentümer wäre nicht auffindbar. Elia würde eigentlich lieber in die Stadt ziehen, wo ein bisschen mehr los ist. Trotzdem wollen sie es nun hier im Nachbarort versuchen. Immerhin, Meer und Strand sind nah. Die Parkplatzsituation ist lange nicht so angespannt wie in Thessaloniki selbst. Und falls sie doch mal schnell nach Deutschland müssen, ist der Flughafen dennoch nicht weit. Sie haben auch schon ein Maklerbüro entdeckt. Ob man ihnen dort weiterhelfen kann? Freien Wohnraum scheint es hier jedenfalls genug zu geben. Für Minimum ein Jahr, wenn wir auswandern wollen. Ja. Wichtig ist praktisch mit Hund. Ja. Und was auch noch wichtig wäre, praktisch mit Parkplatz. Da sind sehr viele Ukrainer gekommen. Sehr viele Ukrainer. Und haben alle vermietet. Ne? Und im Moment gibt es gar nichts. Selten. Viele, ne? Wollen keinen Hund drin. Mhm. Ja. Ich hoffe, bis Sonntag haben wir was. Auch wenn sich der Makler zuversichtlich gibt, bisher war die Suche ernüchternd. Ob die beiden an ihrem Traum festhalten können? Der Traum vom Leben in Griechenland, damit verdienen sie auf Kreta schon gutes Geld. Sie sprechen hier sogar aktuell von Goldgräberstimmung auf dem Immobilienmarkt. Claudia Marenbach-Funtulaki hat sich als Maklerin auf die besonderen Anforderungen ausländischer Kundschaft spezialisiert. Ein Heim in Hellas, das soll griechischen Lebensstil mit deutscher Gründlichkeit verbinden. Sie bringt uns zu einem ihrer Vorzeigeprojekte. Dieser Kunde hatte ganz genaue Vorstellungen und auch das nötige Kleingeld für deutsche Wertarbeit. Einschließlich schönster Aussicht und Infinity Pool. Ich denke, also wir bieten mittlerweile deutschen Standard an. Und uns ist halt auch wichtig, dass es nicht reinregnet, dass wir keine Feuchtigkeit haben, dass wir keine Ausblühungen haben und so weiter. Und das ist allerdings auch nicht billig. Also viele Leute denken halt eben, die kommen nach Griechenland und es ist halt sehr viel billiger als in Deutschland. Das ist leider nicht so, weil wir sind halt eben in einem Erdbebengebiet. Deswegen brauchen wir halt auch dieses große Stahlgerüst, ja, dass halt eben, wenn ein Erdbeben ist, dass sich alles in die gleiche Richtung bewegt. Und der Stahl ist halt sehr teuer, wird momentan immer teurer. Und bei diesem Haus ist auch Stahlbeton dahinter. Das ist alles mit Stein nur verklinkert. Wir fahren zu einem anderen Projekt des Familienbetriebs Marenbach-Funtulaki. Ehemann Jorgos hat schon wieder einen Auftrag für ein neues Haus.
Wir betonieren jetzt die Treppe des Pools und mauern ringsherum die Umrandung, damit der Marmor angelegt werden kann. Auch hier wünscht der Kunde hochwertiges Material und deutsche Gründlichkeit und belebt so die griechische Wirtschaft. Wir befinden uns in einer starken Aufschwungphase in unserer Branche. Das bringt viele neue Arbeitsplätze mit sich. Die Arbeitsplätze entstehen aber nur am Bau? Nein, die Gemeinde stellt auch wieder Leute ein, in den Wasser- und Elektrizitätswerken. Es profitieren also viele. In dem Ort Kalifes in der Nähe von Chania ist ein wahrer Immobilien- und Bauboom ausgebrochen, verstärkt durch den Steueranreiz. 7% Einkommenssteuer für alle, die hier leben, aber ihr Einkommen oder ihre Rente in ihren Heimatländern beziehen. Ein attraktives Angebot. Das sind ja nicht nur die Rentner, die hierher kommen, sondern auch die digitalen Nomaden. Und die geben auf jeden Fall alle ihr Geld hier aus. Es ist auch einfach, auch in so eine Taverne zu gehen. Das ist teilweise günstiger, als wenn man selber kocht und so. Also das wird auch dann sehr häufig auch genutzt. Dann gehen die natürlich hier einkaufen und machen Freizeitmöglichkeiten und so weiter und so fort. Und für die Einheimischen ist das natürlich auch toll, wenn die dann eine Anschaffung machen müssen. Die brauchen halt einfach, also sie verkaufen dann ein Grundstück und dann können die dann auch weiter agieren und so. Ja, das ist für die natürlich auch ein großer Vorteil. Hallo. Hallo. Schon stehen wieder Kunden im Laden. Offensichtlich alte Bekannte. Okay, ich muss nur sagen, von den zwei Sachen, die ich euch heute zeigen wollte, ist das eine schon weg. Das ist nicht ungewöhnlich. Claudia erzählt, dass Immobilien derzeit im Schnitt nur 2 bis 3 Tage auf dem Markt sind. Okay. Und was suchen Sie eigentlich genau? Wir suchen etwas Kleines, wo wir uns im Alter wohlfühlen. Wir sind schon viele Jahre auf Kreta. 80 Quadratmeter in einer schönen Lage. Kleiner Innenhof wäre ganz toll, aber wir gucken uns einfach alles an, weil wir offen sind. Maximal 250.000 Euro wollen Christel und Karl-Heinz Bieker für ein Haus nach ihren Vorstellungen ausgeben. Gut angebunden soll es außerdem sein. In jedem Dorf auch eine Taverne oder ein Kleinkaufsmarkt, von da ist das auch gewährt. Ob das Ihr Traumhaus werden könnte? Wir fahren mit zur Besichtigung. Claudia zeigt, wo die Grundstücksgrenzen verlaufen. Oft gibt es in Griechenland unklare Besitzverhältnisse, weil Grundbucheinträge fehlen. Das kann am Ende zu bösen Überraschungen führen. Auch hier gilt außen griechisch, innen praktisch. Und das ist jetzt hier halt eben die eine offene Wohnküche. Küche mit ebenerdiger Terrasse. Hier kommt auch noch das Pergola hin. Ja. Und oben Schlafzimmer mit Aussicht. Und einen Rogen- und Guja-Balkon. Und springt der Funke schon über? Weil man also fühlt es ja auch. Ja, jetzt im Moment glaube ich noch nicht so. Es ist mir noch, hat mir noch nicht so Atmosphäre, aber es kommt ja dann beim Einrichten. Ne? Beim Einrichten wahrscheinlich kommt es dann. Also es ist ganz schön, aber noch nicht so, glaube ich, dass. Nee, dass wir jetzt auf Anhieb beide das können sagen, wir sagen, das ja. ist es, das so weit sind wir nicht. Man braucht Geduld und darf die Kunden nicht hetzen, das weiß die erfahrene Maklerin. Irgendwann wird es schon klappen mit dem Traumhaus. Und dann hören wir wieder voneinander. Zurück in Piräa bei Thessaloniki. Seit 3 Wochen sind Hund Lilly, Norbert und Elia mittlerweile in Griechenland. Und sie haben gute Nachrichten. Bei ihnen hat es mittlerweile geklappt. Ja, Thessaloniki und Meerblick hätte ich nicht so erwartet. 3 Balkone dran. Das hat eben geklappt. Und der Makler, den wir hatten, der hat auch super mitgespielt. Hat auch einen deutschen Übersetzer geholt. Ja, und das kann man ausklappen. Der Balkon geht der Back von drüben bis hier, also riesengroßer Balkon nochmal hier dran. Und der Blick auf Thessaloniki von hier ist der einzigartig. 3 Schlafzimmer, möbliert, für 520 Euro kalt. Nur ein paar Kleinigkeiten wollen sie ausbessern. Ja,
Ja, die sind auch verrostet hier. Jetzt geht's auf. Nach all der Aufregung wirken Norbert und Elia sichtlich entspannt. Also ich bin eigentlich sehr zufrieden und Elia, denke ich, auch. Ist eigentlich so eine Wohnung, wie ich es mir überhaupt vorgestellt habe. Am Anfang habe ich gedacht, erst mal zwischendurch eine Wohnung zu nehmen für ein Jahr und dann weiter zu sehen und zu gucken. Aber hier kann ich mir vorstellen, mehrere Jahre zu wohnen, zumal die Terrasse sehr groß ist, ist zentrumsnah. Zum Strand habe ich 10 Minuten zu laufen. Ich brauche nicht mit dem Auto zu fahren. Ich habe einen Parkplatz vor der Tür. Lilly hat genug Möglichkeiten. Und man ist auch schnell mal in Thessaloniki drin, auch mit dem Bus. Das heißt, man kann hier alles genießen, was überhaupt möglich ist. Ihr Hund unten. Eigentlich wäre jetzt alles perfekt. Aber eine wichtige Sache fehlt noch, die Steuernummer. Die brauchen sie, um die attraktiven Steuervergünstigungen zu bekommen. Das war ja einer der Gründe, warum sie überhaupt nach Griechenland ausgewandert sind. Dafür haben sie sich Hilfe bei Steuerberaterin Tula Maleo geholt. Gut, alles gut. Das ist Ihre Steuernummer, da kriegen Sie von mir das Original. Das ist sie, die Steuernummer. Doch jetzt erfahren die beiden, das allein genügt nicht. Die Steuerberaterin braucht noch viele weitere Dokumente und man braucht ewig lang, bis man diese Dokumente alle hat und alles übersetzt, mit Apostille versehen. Sie wissen selbst, um eine Apostille zu bekommen, muss man zum Notar. Das dauert dann auch wieder und deswegen ein Jahr. Ein Jahr, bis alle Dokumente besorgt und beglaubigt sind. Dass die Bürokratie so langwierig ist, damit haben sie nicht gerechnet. Jetzt wollen sich die beiden erst einmal Zeit nehmen, ihre neue Heimat zu erkunden, sich in Ruhe einzurichten und auch ein wenig Anschluss zu finden. Die Leute sind auch sehr aufgeschlossen, die Wohnung ja vermieten, sehr freundlich und nett, haben auch wegen Lilly nichts gesagt und es war eigentlich alles angenehm. Wasser dann noch. Und schon knüpft er Kontakt zur Nachbarin im Nebenhaus. Merken, wenn da kommt. Hello, you have a nice dog. Kiki. Ah. From here. Ah, nice. Yeah. Your name? Norbert. 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 Ja. Okay. Norbert, Elia und Lilly, komm mal her. Lilly. Okay. How old is he? Joe, 14. 14, ne? Lilly, schon alter Mann, ne? Natürlich ist es gut, dass ein paar neue Leute kommen, um hier zu wohnen. Das bringt mehr Leben in die Stadt. Unser Stammplatz. Ihre Lieblingstaverne, Thalassopoulia, die Seevögel. Nur 5 Minuten von ihrem neuen Zuhause entfernt. Hier waren sie jetzt schon oft. Kellner Sakis weiß schon genau, was ihnen schmeckt. Die beiden sind schon gut hier angekommen und integriert. Die, die dauerhaft hier leben wollen, sind meist sehr freundlich. Wie Sie sehen können, reden wir miteinander. Sie sind sehr nett. Zeit zu genießen. Endlich richtig angekommen in Griechenland. Wenn man abends sitzt in so einem schönen Klima und bei Sonnenschein, ist natürlich eine ganz tolle Sache und sind wir eigentlich sehr zufrieden. Jammers auf das neue Zuhause.